ESTV, Videos aus der Region. Halbzeit im Bundestag lautete der Titel des EZ-Forums im historischen Kaisersaal des Amtsgerichts Esslingen. Auf dem Podium nahmen neben Moderator und Chefredakteur der Esslinger Zeitung Gerd Schneider, Markus Grübel von der CDU, Nils Schmid von der SPD, Renata Alt von der FDP und Matthias Gastel von den Grünen Platz. Nach einer Einführungsrunde ging es dann auch gleich in die Vollen und Gastel beispielsweise kritisierte deutlich Verkehrsminister Andreas Scheuer für seinen Umgang mit der gescheiterten Pkw-Maut. Er und auch sein Vorgänger hat jahrelang das Ministerium für eine völlig unsinnige Maut lahmgelegt, die am Ende gescheitert ist, wie es viele vorhergesagt haben. Er hat noch vor dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs die Verträge mit den Betreibern unterschrieben, wo er reingeschrieben hat, dass sie auf 10 Jahre die prognostizierten Gewinne auf jeden Fall bezahlt bekommen, auch wenn die Maut nicht kommt. Der Schaden liegt im Bereich von Hunderten von Millionen Euro. Wir wissen es noch nicht genau. Und wir werden in einer Tour, ich muss das so sagen, verarscht. Der kommt da rein mit dem Handwagen in den Ausschuss und sagt, hier habt ihr alle Akten, ich lege alles offen. Und dann fragen wir mehrfach, ist das wirklich alles? Und dann sagt er, nee, ich habe das Wichtigste für Sie zusammengestellt. Ja, weil auch er das Wichtigste für uns als Opposition, was wir wissen wollen, was er für eine Rolle gespielt hat und wie teuer das zu stehen kommen würde, uns da auf dem Servierwagen präsentieren würde. Geschwärzte Unterlagen, fehlende Unterlagen. Wir ziehen jetzt vor Gericht, um die Unterlagen zu kriegen. Wir werden mit den anderen Oppositionsparteien einen Untersuchungsausschuss machen, obwohl wir da keine Lust drauf haben, weil das eine sehr zähe Geschichte ist und unglaublich viel Arbeit kostet und einfach nur ärgerlich ist, dass man so etwas braucht, weil der Minister mauert und die Fakten nicht rausrückt. Dass aber nicht alles schlecht ist, vermochte Markus Grübel zu vermitteln. Da kann man ja wirklich sagen, wir sind viel besser als unser Ruf. Das merkt bloß niemand. Ja, das ist ein Problem. Das hat uns jetzt die Bertelsmann-Stiftung in der Untersuchung bescheinigt. Wir haben im Grunde ja nicht im September angefangen, wo die Wahl war, sondern im März Regierungsbildung, also im April, und haben von April bis jetzt Sommerpause schon 60% der Dinge umgesetzt, die wir in Koalitionsvereinbarung machen wollten. Das ist sehr gut für eine Regierung. Wir haben allerdings, und das muss man fairerweise einräumen, die erste Zeit mit einem Streit in der Union, Seehofer versus Merkel, Flüchtlinge und Ähnliches, die Medien Aufmerksamkeit auf uns gezogen, und die zweite Zeit hat dann der SPD auch durch interne Diskussionen sehr viel Wahrnehmung beansprucht, und wir haben selten gut über das, was wir gemacht haben, also wir beide, das ist ein Vorwurf an mich, aber genauso an die SPD, gut über das, was wir gemacht haben, geredet, sodass der Eindruck entstand, man kriegt nichts hin. Renata Alt wiederum ist es bisher zu wenig, was die Bundesregierung geschafft hat. Wir sehen keine Dynamik, also für uns ist es eher ein weiterer Stillstand, weil wir in einem Technologiewandel sind und es wäre wichtig gewesen, tatsächlich in allen möglichen Bereichen in die Digitalisierung noch mehr zu investieren und eigentlich das Land auf die bevorstehende schwierige Zeiten vorzubereiten. Herr Grübel hat es jetzt gerade richtigerweise erwähnt. Wir sind im Moment in einer Phase, wo wir in eine konjunkturelle schwache Zeit hineinlaufen. Und da wurde versäumt, für das Land rechtzeitig oder das Land so vorzubereiten, dass Arbeitsplätze gesichert werden. Den Wohnbau, das alles ist in Stocken geraten, eben Breitbandausbau bundesweit. Das hätten wir uns gewünscht, eben, dass es schneller vorankommt, damit wir eben besser auf diesen Technologie- und Strukturwandel vorbereitet sind. Nils Schmid findet, dass die Große Koalition an einem Punkt etwas ganz Großes geleistet hat. Das ist der Ausstieg aus der Braunkohle. Man kann jetzt immer über die Details streiten, aber dass wir einen politischen, gesellschaftlichen Konsens über diese Frage hergestellt haben, das ist ein großer Schritt, gerade auch für den Klimaschutz. Das kostet uns Geld, das ist eine große Umstrukturierung, vor allem in den betroffenen Regionen. Aber wir haben damit diese Vorbildwirkung, die ja Matthias Gassel zu Recht angemahnt hat, haben wir auch bei dem schwierigen Thema Braunkohleausstieg jetzt vom Grundsatz her mal beschlossen. Und ich finde, das war es schon mal wert, diese Große Koalition eingegangen zu haben, dass wir das hinbekommen haben. Deshalb glaube ich,
da geht was, und das ist übrigens für die SPD, weil wir jetzt ja die berühmte Halbzeitbilanz haben, auch eine wichtige Frage, dass wir beim Klimaschutz die zweite Hälfte der Legislaturperiode wirklich für schnell wirksame und über die Breite von Wirtschaft und Gesellschaft wirksame Maßnahmen hinbekommen. Das ist für uns eine ganz wichtige Voraussetzung, zu sagen, okay, die zweite Halbzeit ist mindestens so gut wie die erste. Man kann gespannt sein, wie die zweite Hälfte der Legislaturperiode verläuft. Mehr zur Podiumsdiskussion können Sie auch in der Esslinger Zeitung, gedruckt oder online, nachlesen. ESTV, Videos aus der Region.